Telltale ist, die waren zwischendurch weg und jetzt gibt's sie aber wieder. Ich würde gerne wissen, ob die ihre Games noch genauso machen wie damals oder ob die hoffentlich aus der Misere dazugelernt haben. Wollen wir uns die Future Games Show angucken? Ich weiß nicht genau, was alles vorgestellt wird. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sehr viele Indie-Games, weil ich glaube, dass die AAA-Sachen meistens eher bei den Game Awards vorgestellt werden inzwischen. Oder vielleicht noch zwei, drei bei der E3. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die E3 ist inzwischen relativ uninteressant geworden. Werden viele Sachen dabei sein, wo ihr sagt, ja, aber vielleicht haben andere da mehr Bock drauf. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ich hoffe, es sind geile Sachen dabei. Ich hoffe, es sind nicht zu viele geile Sachen dabei, denn wir haben keine Zeit. Wir haben einen riesen Pile of Shame. Ich hoffe, da ist nur Kacke dabei. Warum ist das so leise? Bleibt das so leise? Ach so, die Musik wird gerade leiser, weil der Timer. Okay, warte, jetzt wird's richtig laut. Vorsicht. Oh, ja, das ist fast so gut. Fast so gut wie dieser Rock-Kopfhörer hier. Der ist fast so gut wie die Rock-Headsets. Aber kommt halt nicht ganz dran. Schade. Nee, also das brauche ich hier halt auch nicht. Das ist alles. Nee, also ist ein netter Versuch, aber naja. Ist schon okay. So, warte. Okay. Ach, Intro gerade. Okay, warte. Muss meine Maus machen. Zu laut? My name is Brianna White, though you may know me. Ich weiß, eine Sache wird passieren. Das passiert immer bei der Future Games Show. Die Moderation, ja? Die beiden sind bestimmt sehr nett, aber geskriptete. Oh, ich verschwinde wieder, weil das sehr grün ist hier gerade. Geskriptete Witze. Ja, also die beiden, genau, die beiden sind super, aber. Es ist jedes Jahr ein bisschen awkward, ja? Es ist jedes Jahr ein bisschen awkward. Also, wir, das ist, Best as the voice of Aerith Gainsborough ist ein bisschen in wie Final nur im Fantasy Zweiten. VII Remake. And as you can see, I'm joined by my uber talented Laut genug? Co-star Cody. Laut genug? Thank you so much, Brianna. It is great to be here with you all. For the folks at home, my name is Cody Christian and I am the voice actor of Cloud Strife in Final Fantasy VII Remake. But please do not worry, I am nowhere near as moody and broody as Cloud is in real life. Ach, er ist die Stimme von Cloud? Hä, das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Well, maybe without my coffee, you know. Fair enough. If you've tuned into this show before, let me bid you a warm welcome to Untertitel braucht ihr, glaube ich, nicht. And the new stage of the Future Game Show. But some things never change. We've got trailers, demos, Johannes. Ach, und sie ist Aerith. Ach, sie ist die Stimme von Aerith und er ist die Stimme von Cloud? Wie cool. Das feiere ich schon wieder. Untertitel lasse ich aus, weil es geht ja eher um die Trailer. Sind wir ganz ehrlich. Es sei denn, ihr wollt unbedingt die coolen Gags der Moderation hören. Ja. But more importantly, they're saying we should start the show with a world premiere. World premiere. Oha. Hi, my name is Carol Krog and I'm a designer at The Astronauts. In this video, I want to show you how spells work in Witchfire. Was? Witchfire, okay. The first thing to know is that we have two types of spells in the game. Light spells are quick, easy to execute and cost a relatively small amount of stamina. Heavy spells, as you can imagine, are slower to execute, and it takes longer for our Witch Hunter to regenerate before he can use one again. The heavy spell we are seeing here is a cursed phantom bell that you can ring up to 3 times with your bullets. Ringing the bell stuns all nearby minor enemies, and if repeated properly, it can stun even major enemies. The second thing to know about spells in Witchfire is that most of them are based on 4 core elements. Water, Earth, Fire and Air. Ich finde das Game eigentlich ganz cool, aber was mich einfach komplett irritiert hat, ist, dass er sofort so losgeredet hat, als wüsste man, worum es geht. Als wüssten alle Bescheid, was Witchfire ist. Ich hätte gern erstmal gewusst, was das überhaupt für ein Game ist. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich, ja, da war ich ein bisschen, ja.
Each element has its own unique property. For example, enemies set on fire receive more damage. On top of that, all elements interact with each other in intuitive ways. Here, I attack an enemy with shock light spell. The damage and the element spread to other nearby enemies. Now, I'll do the same thing again, but let me set enemy on fire with my shotgun. And now, there! As you can see, the bolts affecting nearby enemies were more powerful, and that is because the source enemy was burning, receiving more damage from my bullets. Okay. And these are the basics of the spell system in Witchfire. Spells are as important in the prayer arsenal as his weapons, and using both is the key to survival in the land of the witch. Thank you for watching, and do usłyszenia. Aber worum geht's? Worum geht's? Das sah ganz cool aus, aber worum geht's? Das, The Astronauts. Oh, von denen ist doch Dingens hier, that was wir auch gespielt haben. Witchfire from the Astronauts, which okay. is coming soon to PC. Shooter. As we ja. teased earlier, okay. we're thrilled to announce that the future game show is expanding. From today, we're... Genau, Bulletstorm war von denen und Ethan Carter. Genau, Ethan Carter und Bulletstorm... Nee, Bulletstorm haben die vor... War das vor... Oh Gott, das ist ja lange her. Die hatten ja vorhin noch ein anderes Studio. War Bulletstorm auch von Astronauts? Auf jeden Fall, okay, eher Shooter. Aber für einen Shooter sah das ganz nice aus. Bulletstorm war richtig gut. Boah, hat so viel Spaß gemacht einfach. Launching all new social channels under the FGS banner. Simply search for Future Game Show on YouTube, TikTok or your favorite app and look for the logo you see behind us. Okay. The FGS channels will feature all of the videos from today's show, and you can also look forward to daily original content over the coming weeks. So consider this our beta launch. Head over and subscribe today to be the first to discover something new in the expanded universe of the Future Game Show. Ja. FGS for short. Ja. All right, well, let's keep on rolling with the trailers. We've got an update on Sifu, Slow Clap's critically acclaimed Kung Fu brawler. Let's check it out. Ein Update, okay. Immer cool aus. Ist ja schon längst raus. Aber ich glaube, diese Arena-Finds und Challenges und sowas wäre weniger was für mich. Ich glaube, das Main-Game wäre da spannender für mich. Aber gibt ja sehr viele Leute, die sowas gerne mögen. Sifu ist sehr geil, aber auch bockschwer. Entschuldigung. Sifu's Arena's expansion is launching on March 28th, which is also when the game is coming to Steam and Xbox. What's next, Brianna? Well, we've got a brand new trailer for Miasma Chronicles, the next game from the creators of Mutant Year Zero, Road to Eden. You've harnessed your glove's power, and now you want to find me. Gotta find Mama. You don't know what's making the miasma angry. And it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. You gotta help these people. Erinnert mich das gerade an XCOM oder so? Maybe in the future. You will break through the wall and find me. And if you do, sieht schon sehr cool aus. I will tell you my secret. The revelation ja, ne? must be earned. Das sah schon ziemlich cool aus. Get ready, because Miasma Chronicles is coming Geil. To PC, Xbox and PS5 in May 2023. Next up, let's take a look at the launch trailer for Ravenbound, an open-world roguelite from Systemic Reaction. Mm-hmm. Peggy 16. Sah wirklich ein bisschen aus wie Zelda, ne?
Oh. Games. Ich muss mal irgendwann anfangen, Cards wie Skills zu sehen. Und mich nicht immer von den Karten, ne, also von Deck-Games abschrecken zu lassen. Weil ich kann mir vorstellen, die machen schon Bock. Ja, ich bin auch kein Deck-Building-Freund einfach. Es kommt, aber ich bin auch zu verbrannt, was das angeht, mit Spielen, die dann einfach 30.000 Karten haben und die halt immer größer wurden. Kann man sich mal angucken. Watch out for Ravenbound, which is coming to Lost in Random war super übersichtlich. Ja, Lost in Random hat Spaß gemacht, aber da war es halt auch übersichtlicher. Shifting gears to the cyberpunk future now with Ark Runner. This is an action roguelite that's drenched in neon and coming later this year. Kurze Frage. Was mögt ihr lieber, wenn der Hauptcharakter ein unbeschriebenes Blatt ist oder wenn er Persönlichkeit hat? Würde mich gerade mal wundern. Ah, Persönlichkeit, unbeschriebenes Blatt. Okay, ja, aber es geht mir nämlich genauso. Weil ich habe nämlich gerade gedacht, als ich den Charakter hier gesehen habe, der wird wahrscheinlich keine große Background-Story haben, der hat irgendwie keine Facial Features, wo du irgendeine Geschichte draus ablesen kannst oder sonst irgendwas. Ich glaube, bei mir ist es auch so. Ich glaube, ich mag es immer, wenn der Charakter, den man spielt, irgendwas, ja, so halt so Ecken und Kanten hat und irgendwie, weiß ich nicht, halt, ich sag mal, der Unbekannte von Gothic. Ja, unbekannt kann aber trotzdem heißen, dass du halt einfach siehst, der ist so ein bisschen verhärmt eventuell oder du siehst aber, der hat ein bisschen Story hinter sich oder irgendwas. Oder dann fehlt vielleicht ein Auge oder bla, keine Ahnung. Also nicht einfach nur so 0815 irgendwie. In Rollenspielen ist es mir wichtig, dass ich mir den Background selbst entwickeln kann. Ja, das auch. Auch mit Charaktereditor gucke ich immer, dass da irgendwas bei rauskommt. Wenn es nicht ultra hässlich ist, dass man auf jeden Fall was macht, was irgendwie zum Beispiel zumindest recognizable ist oder irgendwas, eine Geschichte erzählt so ein bisschen. Ja. Okay. Der Charakter von Gothic hat aber auch eine Background-Story, wird kurz im Intro erzählt. Okay. Ja, okay. Ark Runner is coming to PlayStation, Xbox and PC on April 27th. Now it's time for an exclusive presentation from Hyenas, Creative Assembly's clout-chasing zero-G shooter. Stay tuned until the end for your first look at gameplay. Hi, I'm Alex Honeysett, Live Product Director here at Creative Assembly. Super excited to be at the Future Game Show talking about our new IP, Hyenas. Oh. So Hyenas is set in the not-so-distant future. Ah. The Earth is screwed and there are two main groups of survivors. Oh. So this action unfolds on these giant floating malls in space known as the Plunder Ships. We've currently got two in game right now. The first is We Took Manhattan. The second one we've got is the nostalgia-filled Greed is Good. This is a massive 80s-filled map. And because it's so much larger than We Took Manhattan, as a player, you're really going to have to approach it differently. I haven't even spoken about our hyenas. So the hyenas are the characters you play going into the game. We've shared a little bit about them so far, ranging from Prima, our Uzi-wielding ballerina, right through to our devastating drag queen, Galaxia. But what I'm really excited to share today is a brand new hyena exclusive to Future Game Show, which is Hiroki, our cosplayer character. Man, those Genas are just so... Oh, weia, Cosplayer. Da muss man immer vorsichtig sein. Remember when Martians were just goofy-looking aliens? I miss them.
Don't be fooled by this costume. I am vengeance. Sorry. Stefan der Igeljunge. Ja, Stefan der Igeljunge ist auch dabei. So Hiroki was a famous cosplayer on Earth before the Earth collapsed, and now he swapped his costume-making glue gun for a submachine gun to go to. Der ist aber kein sehr guter Cosplayer, oder? Das Kostüm, ich bin ganz ehrlich, das Kostüm ist auch 100 Pro gekauft. Das ist nicht selbst gemacht. Das hat er wahrscheinlich irgendwo gekauft auf Wish oder keine Ahnung. Das ist ganz weit weg von dem, was es darstellen soll, glaube ich. Das sieht aus wie aus so einem Karnevalskostümladen. Dem würde ich bei Instagram aber nicht folgen. Now he swapped his costume-making glue gun for a submachine gun to go take on the Mars Elite. Hiroki's a really interesting character that can either take on the form of one of the security guards within the plunder ship or another character themselves to sneak around and get the drop. Von denen hat er auch ein Cosplay. And if you're wondering when you can get your hands on Hiroki, I'm really excited to announce we're running our biggest ever alpha test. If you want to jump on and play, head over to playhyenas.com. Where you can sign up. We'll be running this test for the next 10 days. It's our biggest test ever, and we can't wait to see you there. And just before we go, we've got an extra treat for you. The first ever look at Hyena's gameplay, as we show you the most chaotic element of the game, our zero-G gunfights. Okay, bin gespannt. Hyenas is coming soon to PlayStation, Xbox, and PC. Don't forget that you can go and play as Hiroki. Who is inspired by, but clearly legally distinct from, a particularly könnte fast Spaß hedgehog? Machen. Yes, könnte by Spaß signing machen. Up for the alpha that goes live this weekend. I'll see you there. Aber nicht mir. Now, switching gears, as we've got an update on Stubby Games. Vielleicht noch ganz kurz ein Disclaimer, ja? Ich gebe auch immer so ein bisschen meine persönliche Meinung, ne? Also ob mir was gefällt oder bla. Das heißt aber nicht, dass es euch nicht gefallen kann. Das war gerade, glaube ich, vom Gameplay her war das eher nichts für mich. Ja, aber vielleicht haben Leute Bock. Seid mir nicht böse, wenn ich manchmal sage so, ja, die Freiheit nehme ich mir auch mal raus. Ja, das war so. War nicht meins. War einfach nicht meins. Entropy Center hingegen. Level-Editor gibt's jetzt. Entropy Center hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das habe ich, glaube ich, nur zu lang gespielt. Bis mir das irgendwann. Ein Level-Editor. Okay. Was aber ganz geil ist. Für das Game passt das super. Hast du schon zu Ende gespielt? Nee, haben wir nicht zu Ende gespielt. Wir haben das einmal im Stream gespielt, sehr, sehr lange und exzessiv. Und irgendwann hat mein Gehirn einfach aufgegeben. Ja, das war irgendwann 5 oder 6 Uhr morgens, glaube ich, ne? Right. The Entropy Center is getting a free level editor update. Aber Level Editor kann ich mir dem Game voll gut vorstellen. Also launching a design competition to find the ultimate fan-made level with plenty of awesome prizes up for grabs, including an in-game credit as the world's best puzzle creator. Wow. I would put that on my resume. Next to Soldier First Class, of course. Oh, of course. The competition begins March 30th, and you can join the Entropy Center Discord to find out more details. All right, time for our next big surprise. We've got another world premiere coming up next. And that is the bottom line. Why? Because Cloud Strife said so. Cody, that's not in the script. Yeah, no, I just always wanted to do that. Doch, das war genauso im Skript. Das war genauso im Skript. Und ihr wisst es. Jeder weiß es. Da sehe ich Tobi. Irgendwas mit Wrestling. Dass alles mittlerweile so knallbunt sein muss. Ja, da kommen bestimmt noch andere. Aber ich fühle, was du sagst.
Okay, go beyond the ring. Das ist bei der Ehe. Become the undisputed champion of the world in WrestleStory, a turn-based RPG coming soon to PC. Keeping things moving, it's time to check in with the developers of After Us. We're going to take us on a journey through the game's desolate city district. Den Trailer hat man schon mal gesehen oder einen davon. Und dann kam erstmal nichts mehr von dem Game. Hello, I'm Alexis, one of the two game directors at Piccolo Studio. Together with Private Division, we're bringing to life an exciting new title called After Us. Also quasi live after Today, humans. We're going to showcase just a glimpse of the desolate city district. At this point in the game, Gaia has awoken to find her world void of any life. And she sets off to find what remains. Gaia journeys through the world, alone. But there is still hope. And with this hope, Gaia can sing, calling out for signs of life in the world. And use her heart to interact with the environment around her. Huch! Ich hab grad nur einen Po gesehen. But this wall is all-consuming and will challenge Gaia across her journey. Boah, sieht aber cool aus, das sehe ich bei uns. If Gaia can succeed, there is still hope to restore life to the world. Das sehe ich bei uns, Leute. Das sehe ich bei uns. Live Let's Play, würde ich sagen, ne? That's right. Machen wir Live Let's Play. After Us is coming to PlayStation, Xbox and PC on May 23rd, 2023. Guckst du auf den IGN-Channel, die Audiounterbrechungen, die da manchmal sind, sind beim GamesRadar-Channel nicht. Ja? Dann würde ich, glaube ich, mal switchen. Next up, it's time to throw it over to Next Studio. Weil ich höre hier auch das Knacken die ganze Zeit. Wenn das Knacken zu nervig wird, dann würde ich switchen. Nee, das Knacken ist von dem Stream. Nicht von meinem, nicht bei euch, sondern ist von dem Stream hier. Also von dieser, von dem YouTube-Channel hier. Von IGN. Ist manchmal Audio-Knacken. Okay. Immer auf die anderen schieben. Na gut, dann ist bei dir, Claudi. Es liegt an Claudi. Danke, Claudi. Ja, wirklich so, ne? Beta war da nicht so toll, wie es da aussieht. Okay. What's next, Cody? Well, fans of the sci-fi show The Expanse already know that a game ist cool, durfte oben Beta spielen. Oh, okay. And we've got a special developer presentation coming up next. Nani? When we began, we really focused on characters. We focused on figuring out who our protagonist was going to be. And then we wanted to lean into what the fantasy of The Expanse was. So we thought about things like zero-G, space travel, crew interaction. Keep an eye out for trouble while you're setting up the containment vaults. You ever cut anybody's head off, Ixo? Back when you ran with Dawes? So we did pitch our idea to James S.A. Corey, and they, Ty and Dan, you know, the writers behind that pen name. Telltale gibt's wieder. Telltale ist, die waren zwischendurch weg und jetzt gibt's sie aber wieder. Ich weiß aber nicht genau, ich würde gerne wissen, ob die ihre Games noch genauso machen wie damals oder ob die
hoffentlich aus der Misere dazugelernt haben. Weil die Misere war, dass die im Grunde genommen immer das Gleiche gemacht haben und eigentlich nur teure und immer teurere IPs draufgeklatscht haben, um das zu verkaufen. Und das hat nicht funktioniert, weil sie immer mehr Geld ausgegeben haben und sich nie weiterentwickelt haben. Und die Frage ist, jetzt mit Expanse sehe ich schon wieder eine teure, also ich weiß nicht, wie teuer die ist, ne? Expanse, sehr cool, aber ich weiß nicht genau, ich hoffe, also ich weiß nicht, muss man sich anschauen. Really excited by it, and they immediately started to improve on the idea that we brought to them with their own ideas that I won't spoil because they made it into the game. And they also really gave us the confidence to keep finding places in the canon that can be fleshed out more, where there has been storytelling, but there is space for more. One of the most amazing things about working in the Expanse is that Ty and Daniel have essentially created a whole world that's rich and interesting and feels fresh, and that informed every aspect of development from the beginning. Ich muss die Serie noch weiter gucken. Six seasons of television, there are 9 books, and it was an enormous undertaking, and we loved it. It was such a wonderful deep dive into this beautifully crafted sci-fi world, and it was important to everybody on the team that we become not just fans, but experts in the world. So one of the things that's like a big theme on The Expanse is tough choices, I feel like. People have to make tough choices all the time because space is dangerous. And okay, wenn Deck 9 mit an Bord ist, dann wird's wahrscheinlich geil. I feel like ich schalte gleich, das mit dem Knacken, ich schalte gleich rüber, ja? Ich lasse das hier nochmal durchlaufen. Ganz ehrlich, Deck 9 macht sehr, sehr geile Story-Games. Sehr, sehr geile Story-Games. Wenn die da mit drin sind, würde ich schon mal vorsichtig nicht die Hand ins Feuer legen, aber 3 Finger lege ich ins Feuer, dass es wahrscheinlich doch ganz geil wird. The Expanse, right? But you're the main character. You're the one making those choices. If you're watching the show, you have a very diverse crew that's on the Rocinante. And what was interesting about that were the clashing perspectives. And when we were developing characters, we wanted to maintain that same idea of characters from different backgrounds that all kind of have something in their past they don't really want to talk about at the beginning. And as they go through and you get to know these characters, you get to find out where they're from and what they've been through. So with Deck 9 as the developer, Telltale as the video game publisher and Alcon as the kind of IP holder, we found that we had a really like... Wollte ich gerade sagen, was Pavel gerade schreibt. Ich hoffe, die überarbeitete Grafik, das Cartoonige passt nicht ganz auf die IP. Ich wollte gerade nämlich sagen, ob da nicht irgendwie Metahumans von Unreal 5 eine gute Idee gewesen wäre. Also von Unreal Engine 5. Ja genau, die Charaktere sehen wirklich aus ein bisschen wie Big Head Mod. Die sehen so ein bisschen, oder wie so hier aus Arns. Kennt ihr das? Den Animationsfilm Arns? Die haben auch so Dreiecksköpfe und die haben, also nicht er, sondern die Animierten, haben auch so Dreiecksköpfe. Das ist so ein bisschen komisch. Honestly, the collaboration was effortless. The passion that everyone has for telling excellent stories shone through immediately. And you could tell from the beginning of the work that we had something really special going on. Creating a video game is extremely challenging. There are a lot of parties that need to bring something together that looks like it's made by one person, but really it's made by a lot of people. We could run the story by Alcon and get thoughts and perspective from people that made the show, and it allowed us to make something that was authentic to the Expanse universe. And Telltale also has their perspectives on things, and working with those two was a great collaboration because we could explore things that we hadn't really done before. We're adding new types of gameplay. We're talking about things that Telltale games have done in the past that have inspired us. And really getting to talk with other experts in the field about how this stuff works and going through it has been a big and fun part of how we developed this game. This is the greatest score any scavenger has ever come across. How could you possibly know that? I've been at this a long time. When there's a treasure this big, I make it my business to know about it. Könnte sehr gut werden. Ja, gebe ich dir recht, könnte wirklich sehr gut that werden. Was a closer look at the aber ich Expanse, muss die Serie auch noch gucken. A Telltale series, which is coming to PC, PlayStation and Xbox this summer. Now we've got a super cozy Planet Explorer starring an adorable alien protagonist. Let's see what's new with Distant Bloom. Mit Knacken war besser. Hört sich an wie Chat? Das hört sich an wie Chat? Original Chat? Oh.
Oh. Oh. Schon sweet. Ich weiß nicht warum, mit Sachen begrünen kriegt man mich irgendwie. Weil man da irgendwie immer Progress macht, gefühlt. Und wenn da Bäume wachsen, kann man die abholzen und daraus Hütten bauen. Bloom is coming to PC in 2023. Ah ja, Chat, bla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 bl
And now for something completely different. Theme Park Management. Ja, where everything is awesome and nothing can go wrong. Right, Brianna? Ich glaube, das ist ein Spiel aus Deutschland. Ich bin mir fast sicher, das ist ein Spiel aus Deutschland. Ich habe davon schon einen Trailer gesehen. Warte mal, wie hieß es nochmal? Wir werden es gleich sehen. Geil. Das sieht wild aus, weil du den Freizeitpark etwas wilder gestalten kannst als bei Rollercoaster Tycoon und Konsorten. Genau, Park Beyond. Park Beyond war es, glaube ich, ne? Guck dir das mal an, Riesenrad. Hello everyone, I'm Johannes Reitmann and I'm the creative director of Park Beyond. Johannes! There comes exciting news and a ton of information for our game Park Beyond. In Park Beyond, you can create the park of your dreams without being held back by gravity. Two exciting modes invite genre veterans as well as newcomers to be creative in building, decorating and managing your parks. In the story mode, you take the control of a newly hired visionary architect for a struggling theme park company. Or, if you want greater freedom, you jump in the sandbox mode and create the parks of your dreams. Start with realistic flat rides and intensify them with Impossification, an upgrade which brings beloved and known theme park classics to the next level. Imagine a multi-story carousel defying all laws of physics, or even getting your sandwich served from a giant kebab cooked with flamethrowers. Build your roller coaster with easy drag and drop functionality and give them a special twist by using modules like cannons to shoot for the stars. Startgeschwindigkeit, warte mal, das ist Deutsch. Gene Hansen ist sehr erschöpft. Platzierungseinstellung, Gitterbreite, Gitterhöhe, Tunnelbau. Auf keinen Fall ist das Deutsch, das ist alles, das kommt von woanders. Building flat rides voll and geil. Roller coaster will not be enough. Manage your parks to financial success. Increase your profit, track trends and tweak fees to attract more customers. Hire and manage your staff. Misty Bell, Jamie Young, Jesus, der Doc Chapman, Nicolas, der Caspar Chavez, was? Was? Jean, der Defibrillator Hansen, Ralf, das Schweißgerät Flem, Wade, der Entkalker Freeman. Kann man den auch allen Spitznamen geben? Animateur, regt Besucher dazu an, voll in die Atmosphäre einzutauchen, verbessert ihr Parkerlebnis dadurch insgesamt, gestaltet ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich. Und mal ganz ehrlich, wer liebt es nicht, sich zu verkleiden? Geil. Boah, freue ich mich. Freue ich mich sehr drauf. Bitte gebt die Möglichkeit, dass die Parkbesucher, dass man das mit Twitch synchronisieren kann und die Parkbesucher Zuschauernamen haben. Bitte. Das wäre voll geil. Ja. Keep an eye on the different heatmaps and adjust to the visitors' feedback to ensure they are all very happy. Today I'm very excited to announce that Park Beyond will come out on June 16th and you can now pre-order the game on PlayStation 5, Xbox Series S and X and PC. Voll geil. And if you can't wait for the release, visit Impossify.com and sign up for the closed beta starting on May 9th. To wrap this up, I want to show you what more we have in store. Enjoy the first look ever at the Pac-Man pre-order bonus. Was? Okay, da kommen wir gleich zu. Pac-Man pre-order bonus kommen wir gleich zu. Du willst uns nur in einem Park umbringen. Ich will einfach so ein Dingens haben, so eine Achterbahn, wo am Ende der Wagen einfach rausschießt wie aus einer Kanone und dann aber hinterm Horizont verschwindet irgendwie. And our Deluxe Edition, which comes with the Zombieond Impossification Set. Das ist der Pre-Order-Bonus. Okay. Pac-Man World, wenn ich das richtig sehe, ne? Okay, das ist schon... Das ist aber schon geil gemacht. Okay, da würde ich nicht mitfahren. Da würde ich auf keinen Fall mitfahren. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen würde ich da nicht mitfahren. Aber ganz schön viele Items. Das ist schon voll geil. Ich hoffe nur, es gibt nicht 1000 DLCs, die man kaufen muss. Ist das immer noch das gleiche Spiel? Okay, ist das gleiche Spiel. Zombieond Impossification Set. Okay. Das wird schön. That's right. Park Beyond is getting Pac-Man and zombies. It's coming to PlayStation, Xbox and PC on the 16th of June. But if you can't wait, go ahead and sign up for the closed beta after the show. Hey. Brianna, it says here that I have a Midgar special with extra cheese for a kleptomaniac possum? Yeah, actually that's right on time. And that's for our next world premiere. Geskriptete Moderationen sind nie gut.
die sind nie gut. Vor allem nicht geskriptete Witze, die man dann so vor, das ist einfach nie gut. Das ist einfach nicht, das... Ich habe ja schon eingangs vorgewarnt, ne? Aber das ist, da können die beiden auch nichts für. Ja, die machen ihren Job und ich weiß, amerikanisches Publikum ist vielleicht auch ein bisschen anders, aber das ist so, das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Es tut mir voll leid einfach. Bum, bum, bum. Was? Warte mal, ich muss looten. Du bist ein Possum. Und du möchtest gerne essen. Und dabei nicht erwischt werden. Das ist ein Pan-Spiel. Okay, okay, okay. Essen. Mehr essen. Mehr essen. Pizza-Possum. That's about the lengths I'd go for a good meal. Really? Yeah. What's wrong with that? For the snack lovers out there, Pizza Possum is coming to PC, Nintendo Switch, Xbox and PlayStation. Okay, könnte lustig werden. Avast, me hearties. For we've got an exclusive trailer for Shadow Gambit, The Cursed Crew. It's the new stealth strategy game from MiMiMi Games, the creators of Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Ooh, MiMiMi Games, geil. Peggy 16. Has increased security at Iron Bay. We must find out what they're hiding. Aphia, assemble the crew. Consider it done. Sulady, the ship doctor, can always provide a quick place to hide and send guards to their doom. I'll trim their numbers. Shipwright, Mr. Mercury. Das sieht ganz cool aus. We'll have no problem getting past any fortress wall. Back on top. Our sharpshooter, Teresa Lassie. Sehr strategisch. Oversee operations from afar. Judgment is at hand. She may be blind, but she never misses. Quite the shot, Teresa. Canoness Gael will send anyone where they need to go quickly, if not quietly. The landing could be a bit rough. Toya, the ship cook, will serve up quick, elaborate deaths to those who stumble upon his magical charm. A feast for my blade. Pinkus von Presswald, the quartermaster. He knows how to get into people's heads, but you'll never find his noble hands doing any physical labor. Such dirty business. Our treasure hunter, Quentin Albers, may not have a head on his shoulders, but his gaze is always fixed on the prize. Find his keepers! And I, the Red Marley, am always watching. Ready to provide another chance when things go wrong. Why fear failure when time is on your side? And with this crew, that treasure will be ours. Das sieht ziemlich cool aus. Also MiMiMi dreht offenbar sehr auf, wa? Are they going to make it? Well, that's up to you. When Shadow Gambit, The Cursed Crew launches on PC, Xbox and PlayStation in 2023. We're switching things up. Also rein grafisch hatte das für mich schon direkt League-Vibes. Ne? Ich spiele kein League of Legends, aber rein grafisch gesehen, ihr wisst aber, was ich meine, ne? Von der Präsentation und so, das war schon, also das ist schon, die Präsentation war sehr, sehr krass. Muss man einfach mal sagen. Und das Game wird bestimmt auch sehr geil. With a montage from our friends at Twin Sails Interactive. Let's see some of their exciting upcoming games. Peggy 16. Gerade eben noch ein bisschen am Bundeshell auf. Ach so, ich bin dumm. Okay.
ich jetzt so gern mal ein gutes Remake von Mad TV. Oh, das hätte ich so gern mal. From Wantless, Amburial Dreams, Enchanted, Ember Knight and News Tower. Those games and everything else you see in the show today will be featured on the dedicated Future Game Show Steam page, which you can find by Googling, well, you guessed it, Future Game Show Steam. And now it's my turn to present another big reveal. We've got a new trailer for The Axis Unseen, a heavy metal horror game from a developer who worked on Skyrim and Fallout. Bo's at the ready. Weißt du was, bin ich immer sehr vorsichtig. Ein Entwickler, der damit mitgearbeitet hat, kann alles heißen. Erinnere mich gerade ein bisschen an Valheim. Genau, so Valheim bisschen auf Skyrim. Genau. Und das Viech ich gerade eben sah, das hat mich sehr an Valheim erinnert, das hier. Da muss man Feuer nehmen. Valheim! Wie wär's denn mit Valheim? Da ist Feuer. Skyheim geht natürlich auch. Also sieht. Oh, not your average walk in the woods. The Axis Unseen is coming to PC in 2024. Sieht ganz cool aus, aber muss man abwarten, glaube ich. Having a bit of a moment this year. Mm-hmm. And with that in mind, we're introducing a new section to the Future Game Show, the VR Showcase, where we run through a series of exclusive VR reveals. Genau, was noch fehlt, eigener Charakter auf jeden Fall und auch die Welt wirkte noch ein bisschen leer. Die wirkte noch sehr, bis auf diese Bossgegner, was er war und Hirsche oder was auch immer das war, wirkt das alles noch ein bisschen leer. Muss man abwarten, was sie daraus machen. And I promise you guys, it is nothing like the Shinra Combat Simulator. So grab your headsets and let's jump into our very own virtual world. Here we are inside the VR showcase and no enemies in sight. Feels kind of weird, actually. It's like I'm here, but I'm not really here, you know? Okay, please don't go any further. You're freaking me out. Let's just dig into the games, all right? Got it. We've got a trailer for an open world VR game where you're trying to resist a ubiquitous virtual reality simulation. Pretty meta. Das sieht cool aus. Sowas liebe ich ja. Verregnete dystopische Städte mit Neonlicht, aber nicht zu viel Neon. Das ist sehr atmosphärisch. Geil. Und nach dem Umzug unbedingt VR wieder fit machen. Was war das denn gerade? Hä? Oh Gott. Ich muss nach dem Umzug unbedingt VR wieder fit machen. Was noch fehlt, ist Atari-Werbung irgendwo. Atari-Werbung gehört irgendwie dazu. Da! Ja, das Atari... Da, ja! Atari-Werbung! Als ob... Ich weiß nicht, ob es eine Atari-Anspielung ist oder Blade Runner. Ich kann mich inzwischen auch nicht entscheiden. Ja, voll geil. Die gehört einfach dazu. Oh, schön. Ich mag diesen Running-Gag. Atari hat übrigens gerade Night Dive Studios auch gekauft. Was? Atari hat Night Dive... Seit wann hat ein Atari wieder Geld? Da muss ich mich mal reinlesen. But whatever. Scheint kein VR-Only-Spiel zu sein. Oh, oh no, oh no, oh no.
Hase, da ist was für dich. Man erkennt es sofort. Oh, Hello Neighbor. Oh, damit kannst du mich jagen. Sie liebt es, aber ich, oh, ich finde das so furchtbar. Was daraus geworden ist, ist so, oh. Hide to survive in Hello Neighbor VR Search and Rescue. Das ist dieser Selbsthass, den man da entwickeln muss einfach. One and two on May 25th, 2023, with a quest and Steam Hello Neighbor VR also. Oh, okay, na gut. If you've ever wanted to handpick the headlines on the evening news, then this next game might interest you. Das kennen wir, das haben wir mal gespielt. Going in 5, 4, 3. Wir haben eine Demo mal gespielt. I'm Jeremy Dawson. And I'm Megan Wolf. Our main story. Die ersten Versionen waren am besten, finde ich auch. Auf jeden Fall. Today is day one of a new future. A better, fairer future. They want us quiet. They want us compliant. And they want us inside. A mysterious symbol has appeared overnight on thousands of buildings throughout the capital. Advance aided by the mass media are lying to you. You have my word. We will never censor Frech. Ideas. I've never heard so much in my life. A government. F*** Advance. F*** Peter Clement. The people of our territory will no longer tolerate. We demand respect. Genocide. Cut to the ads. You are to Genau, not for broadcast. Das war ganz cool, die Demo. Also die Vollversion inzwischen raus, jetzt kommt es für VR raus, auch ganz cool. Not for broadcast VR is literally hot off the press. It's out today on VR and consoles. Quick warning, this next trailer features spiders. So if you're arachnophobic, tap out for a second. But if you just don't like spiders, with fire. Haben wir auch gespielt. Might actually be quite cathartic. Jetzt also auch VR, okay. Dann hat man die Spinnen also auch noch VR, sehr gut. Ah, Igitt. Oh, das ist so widerlich. Es ist so widerlich. Oh. Das Spiel hat mich manchmal so aufgeregt, ne? Die Hitbox der Spinnen war so furchtbar. Yeah. VR is coming to Steam VR and Meta Quest on April 13th and PSVR 1 Oh, das stimmt, das schlägt man schlägt ja wirklich auch um sich, ne? Wenn du mit der Pfanne schlägst, dann haust du ja alles bei dir zu Hause um. Möbel, den Fernseher, den Rechner, den Partner, Kinder, Haustiere, alles. Dann setzt der Headset ab, ist einfach nur noch so pff. Later this year. If you're a VR veteran, you might be familiar with A Fisherman's Tale. Mit sehr vielen verschiedenen Ideen dahinter und so und dann auch die Hand austauschen und sowas. Schon ziemlich cool. It's been real. Or not, I guess. Let's say it's been virtual. Shall we take off our headsets and get back to the show? Thanks for taking a trip with us to the VR showcase.
Make sure to do your research and check out anything that caught your eye. This next game stars an adorable amphibian. Oh. Don't get too close. Oh, why not? Oh, you'll see. Play the trailer. Sind das Tiere mit Waffen? Das ist immer süß. Oh, Tiere mit Waffen. Oh. Our next creature is a fascinating specimen. Found only in a tiny region of Mexico, this extremely rare aquatic salamander is an axolotl. Despite its small size and cute appearance, axolotls are carnivorous. This particular axolotl is armed with an AK-47. Oh, das ist so süß. Oh, wie süß. Oh. Oh. Eine Sockenschlange? Was? Eine Sockenschlange? Oh, look. Okay. You found an axolotl egg. The number of axolotls living in the wild remains uncertain. So looking after your axolotls is essential for the survival of this endangered species. Das ist ja voll süß. Oh, alles daran ist so cute einfach. Ja, mit der Sense. Alle Köpfen. Oh. Und der Waschbär mit der Gatling. Gleich kaputt schlagen. Axolotl. Play the brand new demo on Steam today. Hä, die Muck ist voll geil. Demo out now, okay. They got blood everywhere. Axolotl is coming to PC, PlayStation, Xbox, and Nintendo Switch in 2023. And as a special treat, you can play a brand new demo of Axolotl right now. Gameboy-Grafik läuft, du hast den Gameboy. Head on over to our Game Show Steam page to check it out. But before you do that, it's time for an exclusive update on Fort Solace, the Red Planet sci-fi thriller starring Roger Clark, Julia Brown, and Troy Baker. Sag wirklich, wir müssen auf die Enter the Gungeon, ne? I need to make contact with Solace. Don't even risk the LTV in the storm. Jack Leary responding to Fort Solace alarm. Is everything okay over there? Nani? Be careful. I think something is off here. Just how many people are in Solace? The system lists 6. There's an incident here. An incident? What kind of incident? I don't know! Well, what the hell is going on there? Someone was down there with me. I'm heading back up to the surface level now. You need to get out of there, Tom! I'm still in there! Jack! Answer me! Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Whew. Whew. Looks like he's not getting any solace. You see what I did? Oh, I get it. I do get it. Mm. Fort Solace is coming soon to PC, and now we know it's also launching on PS5. Oh. Wait, have you guys ever been injured in an accident that wasn't your fault? Well, forget about it. Our next game imagines a world without lawyers, where corporations settle their business on the battlefield. Hello, how are you and good evening. Lag das an mir oder... Als er geballert hat, gab es da gar keine Reaktion der Gegner. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Entschuldigung, ich spule mal kurz zurück, weil irgendwie... Oder der war daneben. Hello, how are you and good evening. Das sah irgendwie sehr weird aus. To Combat Champions. Today we're bringing you the finest in hostile takeover. This is guaranteed to be an all-out car. Genau, da war so gar kein Feedback dabei und der eine ist zu langsam umgefallen, der letzte. Let's get this party started. There they go. Dropping down from the sky. Headshot. Grab some air. Special delivery. Disintegrated. That's a hit. Two in a row.
feud is over. The beef is going on the grill. Also Game sieht für das, was es ist, gut aus. Aber gefühlt, ja, erinnert wirklich ein bisschen an Unreal Tournament, aber die späteren. Aber gefühlt, ich habe so die Gegnerreaktion beim Ballern, die sind noch zu low irgendwie. Weißt du, was ich meine? Die einfach so wie so ein Fleischsack. So, irgendwie, da fehlt noch ein bisschen mehr Dampf dahinter gefühlt. Ich kenne mich bei den Games jetzt nicht so richtig aus, ja, aber irgendwie fehlt da noch ein bisschen Reaktion, wenn man was macht. Ist auch erst Alpha. Aber das ist, glaube ich, das Wichtigste bei den Games, oder? War das gerade Annapurna? Sah halt aus wie Annapurna. That was your first look at gameplay from Combat Champions, which is coming soon to PC. Make sure to sign up for the private alpha. Sticking with the theme, this trailer features a combat wombat. Did you say combat wombat? Yes, here, take a look. She is very convincing. Oh. Iridal, a world both beautiful and mysterious, is the birthplace of legends beyond our comprehension. My dearest daughter, these legends I share with you now are the key in the battles to come and will shape the fate of Iridal's very soul. Grant, it's time for your own legend to begin. One that will change the future of our home and our people. The primordial powers that came before have since been forgotten in the atrophy of time. Some believe these powers have been reborn. Ich muss auch an Biomutant denken. On your journey to seek the origin of this power, you will see the world as you have never seen it before, and uncover strength you did not know existed. I knew from the day I first found you that your connection to the world and its history was unique. So I took it upon myself to train you so you could fight and survive on your own. But it is you, Brunt, who must find the strength within yourself to protect all that you hold dear. Will you unlock this power? Will you become our hero? Wombat of War. The path ahead will show you who you really are and the hero you could become as you forge your own primordial legend. Ich bin unsicher. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Grafisch sah es ganz gut aus, aber da waren so Stellen. Legends, Hollow Hero is coming soon to... Aber ist dann alles noch nicht ausgearbeitet. Die Stellen, wo dann auf die Fässer gesprungen ist, das sah ein bisschen, das war noch sehr, sehr Alpha aus. Ich bin sehr unsicher, weil, aber ich weiß auch nicht genau. Ich weiß auch nicht genau, was es eigentlich ist. PC. Also bleiben now wir, we're wir gucken mal, ne? Wir Fulcrum gucken mal. Publishing for an update on their action-packed RTS Men of War 2. Ich will ja auch nicht überkritisch sein. Ne? Also wir gucken mal, was draus wird. Ich wünsche, das wäre ein Aufbauspiel. Aber es ist ein Abrissspiel.
Men of War 2 is coming soon to PC. But if you just can't wait, a multiplayer tech test for the game is available right now. Go check it out. Interested in deep diving and fine dining? Dave the Diver. Well, here's Mint das Rocket wollte ich mir auch mal angucken. Aber ich weiß auch noch nicht, was ich davon halten soll. Soll Spaß machen? Dave ist schon Diver. Raus? Nee, ist schon raus oder ist nur die Demo raus? Ich glaube, nur die Demo ist raus, ne? Man betreibt ein Restaurant und muss nach seinem eigenen Fisch tauchen, aber da gibt es sehr viele Early Access, alles klar. Und da gibt es wohl sehr viele Sachen, die scheinbar etwas außergewöhnlich sind. Wie man sieht. Deswegen wäre es vielleicht ganz cool, das mal anzuspielen. Und Dave the Diver sieht aus wie Notch. Okay, ist schon sehr cool gemacht. Kommt im Juni raus. Kommt alles demnächst raus. Talk about farm to table. Dave the Diver is swimming out of Steam Early Access in June 2023. Soll sehr viel Spaß machen. Now it's time for some exclusive news about Survival, Fountain of Youth. A challenging action-adventure game where you play as a shipwrecked 16th century explorer. No, okay. Peggy 16. As I recall our ill-fated quest for eternal youth, I struggle on uncharted shores and our galleon shattered upon rocks. The scorching heat saps my strength. Relentless downpours are eroding my resolve. Though I remain weak, I am honing my survival skills. Oh Gott, mit so einer alten Flinte. Oh Gott. I must venture forth, uncover the fate of my crewmates. These paintings, these inscriptions. What if I can find it? Das sehe ich bei uns. Das sehe ich bei uns. Start spreading the news. Das ist, erinnert mich weniger an Raft, sondern mehr an, wie heißt das nochmal? Stranded Deep. Erinnert mich ein bisschen an Stranded Deep, aber vielleicht noch mit mehr Story dabei. It's world premiere time again. And we've got something fast and furious to show you. Und dann kommt irgendwann fett Werbung auf Gronkh TV. Alle zwei Minuten. Bei Dailymotion war ich vor vielen Jahren mal, aber nee. Ich habe ja gerade gesagt, ich würde gern unabhängig sein von anderen Anbietern. Ich, ja. So, warte. Ich habe einfach das Video wieder angemacht, ne? Ich habe einfach hardcore das Video wieder angemacht. Ja, Dailymotion gibt's glaube ich noch. Wieso kommt mir so vor, dass ich das Game schon mal gesehen? Mehrfach. Ja, ne, das Ding sah sehr Overwatch-mäßig aus. Das war Battle Shapers from Metric Empire, which is coming soon. Be sure to wishlist it on Steam. Time to check out Stranded Alien Dawn, a strategic survival simulator where you look after a struggling human settlement on a complex alien world. Oha. 16. Oha. Auf einem Planeten gestrandet, auf einer Insel gestrandet, da sehe ich mich wieder. Hä? Okay, Settlement Building, okay. Wahrscheinlich mit Angriffen irgendwann, ne?
Wahrscheinlich irgendwann ein bisschen Tower Defense drin, würde ich vermuten. Sieht zumindest ganz danach aus. Ich habe leider nur ein Problem mit dem Game. Das Game sieht super spaßig aus. Okay, doch, da gibt's Wälder. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre wieder Wüstenregion. Ach, Gott sei Dank. Dann habe ich nichts gesagt. Mit Jahreszeiten. Und da kommt... Ja, da ist es doch. Okay. Das könnte Spaß machen. Ist gerade im Early Access, wie ich gelesen habe. Alien Dawn is launching on April 25th and you can pre-order it now on Xbox. Sieht ja cool aus, ne? Cody, I think there's something fishy about our next trailer. Yeah, I think we should take a closer look. A deep dive, you could say? Okay, that one was overboard. Let's see it. Hey everyone, we're Black Salt Games. Hello. Developers bringing you Dredge. With this game, we wanted to give players something unique and combine our favorite genres in a way you might not expect. Mm-hmm. So, if you love exploration, mystery, and cosmic horror fishing, then Dredge is for you. Was war das letzte? Release is just around the corner and we can't wait for you to get your hands on our sinister fishing RPG. We also want to say thanks for all of your support. We've been overwhelmed with how many of you are excited for Dredge, and we hope you have a great time with it on March 30th. We have an exclusive video lined up for the Future Games Show, so please enjoy. Welcome to Dredge, a cosmic horror fishing adventure. Cosmic horror fishing? You'll start your journey as a washed-up angler, the newest worker of the gloomy town of Greater Mara. With your trusty trawler and a knack for fishing, you'll explore the mysterious archipelago, complete quests, and uncover the secrets of five unique regions. You'll sell your haul to peculiar locals, allowing you to upgrade your boat and the equipment on board. Der Händler sah sehr glücklich aus. Oh, cool. Okay, verstehe. Das Fishing verstehe ich. Und was mit Horrorfishing? As the sun sets and darkness descends, you'll soon realize that something sinister lurks beneath these waves. And as you stay out on the dark, foggy waters, the line between reality and nightmare begins to blur. Das Auge oben. The world is teeming with secrets and mysteries that'll test your mettle and push you to the brink of sanity. Reinforce your vessel, hone your skills, and strengthen your mind to dredge deeper and reach distant lands. Will you be able to survive the terrors that await you? Or will you succumb to the madness that lurks beneath the waves? Dredge sets sail on the 30th of March for PC, Nintendo Switch, Xbox and PlayStation. Interessant, interessant. Könnte lustig sein, könnte lustig sein. Wer was zum Reingucken? Bait your hooks, because Dredge is coming to PC, PlayStation, Nintendo Switch, and Xbox on March 30th, 2023. You know, Bree, I'm thinking it's been a little while. You know, don't the good people at home deserve another world premiere? How much is that going to cost? Well, it depends on the customer. But in your case, it's on the house. Twin Earth. Okay. Castle Raid? Minecraft 2. Okay. Ach, wir müssen ein Schloss bauen. Ich dachte, wir wären die Angreifer. Dann hast du so ein geiles Schloss gebaut und dann kommen die einfach mit ihren Truppen an und reißen das ein. Oh, sieht aber cool aus. Das Logo sieht aus wie ein Mobile-Game, aber das Game an sich sieht ganz cool aus.
That one was worth all the gill in the world. Get ready for a siege, because Castlecraft is coming to PC in 2023. Oh, okay. For this year's Spring Showcase, we've made our Ones to Watch montage even better by making it so that every game in the section has a demo attached. Dann müsste so eine riesige Burg arbeiten. Ich wünschte, würde man mir so aussehen. And you can play them all right after the show by visiting the Future Game Show page on Steam. So, without further ado, this is our Ones to Play montage. Sherlock, what is it? That is the keenest form of fascination, Watson. Nice. Hä? Was? Ich war von diesem Stilbruch gerade so irritiert, dass ich... Was? Bits und Bobs, was? Okay. Übergang wie bei Gronkh TV. Wirklich so. Das ist wirklich so leider. Aha. Oh, Stickman. Sind die 2000er zurück? Okay. Wudolz. Keine Ahnung. Hey, das kenne ich, das Lied. Das kommt mir bekannt vor. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Thanks for watching our Ones to Play montage. Make sure to wishlist all of the games that stood out to you and check out all the demos too. You can find them all on the dedicated Future Game Show Steam page. But that's enough hands-on fun for now. Let's get back to the trailers. We've got a World War I strategy RTS from Petroglyph, the studio behind Command & Conquer Remastered Collection. PEGI 16. Okay. World und dann ist einfach alles tot. Das ist aber schön. Ja. Dann lieber Command & Conquer, weil das ein bisschen mehr Fantasy ist. Thanks to Frontier Foundry for the update on the Great War, Western Front, which is coming to PC on March 30th. And now, some exciting news about Go Fight Fantastic, a co-op cartoon hack and slash with a heavy focus on player customization and teamwork. Was? Was? Es sieht süß aus, aber meine Augen krusten geradezu.
ich glaube, das ist... Friends with those guys. Assemble your squad, because Go Fight Fantastic is coming to PC this year. Es sieht sehr süß aus. Let's dive into the world of War Tales und es brennt dir die Retina raus. Where players write their own stories in a treacherous medieval landscape. Okay. How's the wound? Ah, meine Augen beruhigen sich wieder. But we're out of bandages. Perfect. No bandages, no wine, and we're eating rats for the month. What was it again? Easy contract, easy money, right? Soon these will be distant memories. We'll be rich. Plot twist, der Plan ging nicht auf. Er wird nicht reich sein. Nur tot. Okay. War Tales is launching out of Steam early access in April 2023. Ist das ein rundenbasiertes RPG oder Time to get an update on Ixion, the space station city builder, where you set standards among the stars. The book of our life on Earth is ich mag den Mittelalter-Vibe auch. Mehr oder weniger ja, nur das Kämpfen. Oh, okay. Okay. Space is a far less fanciful and forgiving environment than science fiction would have us believe. As of yet, no human law has been officially established amongst the stars. Aber ihr wisst ja, ich habe ein Fable für Aufbauspiele. We must have full control over what is happening inside the station. Administrator. Genetic predators. Cells similar space will reveal the pattern. Das sieht sehr, sehr cool aus. Ixion. Okay. Kam Dezember raus, habe ich noch nicht gespielt. Ist schon recht knackig mit der Schwierigkeit. Soll übel schwer sein. Okay. Ixion is out now on PC. Go check it out. This next game smashed its Kickstarter goals, and for good reason. If you've ever wanted to spend some time inside a Studio Ghibli film, I know I have, this one's for you. Also Migas Delivery Service, ja? Sehe ich das richtig? Du meinst Kikis kleiner Lieferservice? Ja, das heißt eigentlich Kikis Delivery Service auf Englisch. Und der Protagonist, die Protagonistin hier heißt anders. Die heißt nicht Kiki. Die heißt Mika. I think I speak for everyone when I say we're gonna need that song on Spotify. Aber im Grunde genommen, ja, das meine ich natürlich. Klar. Mika in the Witch's Mountain is coming. Sponsored by Amazon. Froggy Chair included. To PC, PlayStation, Xbox and Nintendo Switch in 2023. We're keeping things cute with our next world premiere, but not to overload you all, I'm going to shush
and let our trailer do the talking. Oha. So, you're the new mayor. Thought you'd be taller. Eh well, welcome to Go-Go Town. Look, here's your welcome party. Oh, there was meant to be a big celebration. Still, you look the part. Smile. I like to think of being a mayor as a ballet. A delicate dance of action and reaction. No. It's not easy to balance the needs of everyone in town. You need to make decisions about production, transport, construction, and commerce. It takes careful planning to make everything run in sync. But this town will be humming when you're through with it. And yes, some things will go wrong. But with a bit of teamwork, some community spirit, and a dash of good luck, we can solve any problem. Ah, there's your celebration. Welcome to Go-Go Town. You're going to do great. Ist das so ein süßes Aufbauspiel oder? Ah, okay. Es ist ein süßes Aufbauspiel. Mit Bonbonfarben. Ich will alle Gebäude essen. Und Menschen will ich auch essen. Okay. Okay, könnte lustig sein. Könnte lustig sein. Bleibt auszutesten. Not a greedy tanuki in sight. That was our first look at Go-Go Town, which is coming soon to PC and consoles. Did you see the working DDR machine? A hallmark of any good town. Now it's time to check in with our friends at Techland, who've got some news to share about... Sieht eins aus wie Animal Crossing, nur in der Stadt. Ehrlich gesagt sah es ganz anders aus als Animal Crossing. Weder grafisch sah es so aus, noch von dem, was man macht, sah es so aus. Und ich bin ehrlich, Animal Crossing hat die süßen Figuren jetzt auch nicht unbedingt erfunden. Ich will mich jetzt nicht unbeliebt machen bei den ganzen Animal Crossing-Liebhabern. Man kann das vergleichen, klar. Aber ich glaube nicht, dass das so unique ist, ehrlich gesagt. Und, ja, Bonbonfarben. Ich weiß gar nicht, ob Animal Crossing so viele Bonbonfarben hat. Weiß ich jetzt auch nicht. Und bei Animal Crossing waren alle Tiere. Ne, nicht vergessen, da waren alle Tiere. Außerdem muss man immer Schulden abbezahlen. Ich weiß nicht genau, ob man das da auch muss. Das weiß ich auch nicht genau. Ja, also wir gucken mal. Wir gucken mal. Ja. Dying Light 2's next big update. If you're lucky, maybe you'll spot a sneak peek of some upcoming DLC too. Oh, Techland, okay. Hey, Future Game Show. Tach. My name is Timon Smektała, Franchise Director on Dying Light 2 Stage Human at Techland. I'm here today to share some exciting news with you. I'll tell you, but this has got to stay between us. Perspektive reicht doch, dann haben die alle bei Ultima geklaut. On April 20th, we are releasing our next major game update, and it will include significant improvements to our combat system that will be even more brutal, physical, and rewarding for our players. And that's not all. Along with adding new game features and enhancements, players will no longer have to worry about choosing between style or stats with our new gear transmog system. We love content created by our community, and with the release of DevTools back in December and our partnership with Mod.io, the community have created numerous maps, and some of them are really breathtaking. Let's take a look at this in action. Okay. Community maps finde ich nice. Simply amazing, and we look forward to seeing more of your creations in April, as we'll reveal our future plans regarding the support of mods and mod maps in-game. That's cool. And finally, we are giving you a sneak peek of the next story-driven, downloadable content coming later this year. Trust me, it's going to be worth the wait. Das sagen sie alle, wir lieben creative content of our community, bis es ihnen egal wird. Ja, Pico, aber die Entwickler müssen ja irgendwann auch mal weitermachen. Die können doch nicht 3 Jahre lang den Content der Community feiern und in der Zeit stillsitzen. Die werden irgendwann was Neues machen müssen.
Das, weil das wird ja auch erwartet irgendwie von denen und die müssen ja auch irgendwie geschäftsfähig bleiben. Aber trotzdem, wenn die Tools alle da sind, kann auch die Community weiter Content machen und die Leute, die es immer noch spielen, können diesen Content ja auch spielen. Siehe Skyrim, das klappt seit gefühlt 1000 Jahren, obwohl Bethesda Skyrim halt nur noch neu verkauft, aber die machen nichts mehr aktiv dran, außer vielleicht eine 10-Jahres-Edition, um das nochmal zu verkaufen. Ne, also das ist, glaube ich, das ist der normale Gang der Dinge. Also ich finde es generell sehr geil, wobei Techland sehr lange supportet, guckt den ersten Teil an, das weiß ich nicht, aber ich finde es generell sehr geil bei allen Games, wenn die Modding ermöglichen, je mehr, desto besser, weil die Spieler, also andere Leute halt kreative Arbeit in das Spiel einfließen lassen, die so vielleicht nie gedacht waren, neben dem Main Game, und du kannst halt über Jahre noch weiterspielen, ohne auch nur 1 Euro dafür weiter auszugeben. Das ist halt schon ganz geil. Und da muss jetzt auch nicht großartig Support irgendwo noch weiter rein für das Game. Also ne, du brauchst nicht 10 Jahre Support für das Game, deswegen unbedingt. Finde ich. Ja. Techland hat bis zum Erscheinen von Dying Light 2 noch Content für Dying Light 1 rausgehauen. Wenn das nicht Liebe zur Community bedeutet, was denn sonst? Okay, da kann ich nicht mitreden, aber so. So jetzt nämlich. Hä? Ach so. We can't wait for you to experience everything that's coming on April 20th. We invite you to follow us at dyinglightgame.com. Oh, du lässt Fangames zu, finde ich besser als Mods. Ja, aber Fangames ist schwierig, weil Leute dann auf deiner IP aufbauen und du das null unter Kontrolle hast. Also angenommen, es gäbe Elder Scrolls Fangames. Ich will gar nicht wissen, was... Es wird wahrscheinlich sehr viele gute Sachen geben, aber es wird wahrscheinlich sehr viele Sachen geben, die einfach mit der Welt nicht zusammenpassen, wo Sachen ad absurdum geführt werden, pipapo, also so offizielle Fangames, quasi große Fangames. Es gibt Elder Scrolls Fangames, ja, aber immer als Mod. Immer als Mod. Ich weiß, oder gibt es hier auch Standalone? Ich weiß auf jeden Fall, dass viele halt ihre IP beschützen, damit kein Schabernack betrieben wird. Weil, ihr wisst ja, Leute, diese Menschen. Dann eher sowas wie Unreal, wo nur die Modding-Engine benutzt wird. Ja, genau, sowas meine ich ja. Sowas meine ich ja. So, Modder müssen keine Engine bauen. Ja, das stimmt. Das kommt auch dazu. Ja, also ich glaube, Bethesda ist generell bei Modding auch ein bisschen offener, was andere Firmen angeht. Aber meistens hast du das Ding, dass Firmen oder Anbieter ihre IPs beschützen wollen und dass diese Welt nicht ad absurdum geführt wird oder in komische Richtungen, weil du hast dann halt die Hand nicht mehr drauf. Und ich kann mir vorstellen, dass auch Endiril sich vorher das Einverständnis von Bethesda eingeholt hat, also die mussten die sowieso machen, sich eingeholt hat. Kann ich mir vorstellen. So, ich mach weiter. Blub. Oh, so hell. Wow, how about that? Dying Light 2's next big update is coming on April 20th. You know, as we close in on the final few trailers, I've got to say, hosting this show with you has really given me a lot of perspective, Cody. Oh no, yeah, I can see the whole world from a different angle now. Exactly, right. And now I feel like I can use those angles to redefine my reality, challenge my perceptions, and step into new planes of reality. Okay, wait. This is about the trailer? Yeah. Okay, well, let's just watch it, shall we? Aber das Game will ich unbedingt spielen. Das ist sehr cool. Sehr verwirrend auf jeden Fall. It's been a while since someone's wandered around this place. And wanderers are always welcome. Das wird sehr absurd. Ich hoffe, das ist bald fertig. Ja, hoffe ich auch. I've been meaning to ask. What brought you here? The Fenders left plenty of records of their work here. In case they were to hey, Dustin. Come back. Jetzt habt ihr den Dustin auch mal gesehen. I must admit, I'm surprised you made it this far. It's quite exciting. Viewfinder, ja. Da warten wir schon lange drauf.
Aww. Oh, I get it now. See? Voll geil. Sad Owl Studios' mind-boggling Puzzler Viewfinder is coming to PlayStation 5 and PC in Q3 2023. Ja, ist ein bisschen Superliminal, aber noch einen drauf. For, right? Noch einen drauf. Well, you know, Destiny. Superliminal haben wir auch durchgespielt. Is telling us to wrap things up, but you're no quitter, right? That's true. If only we can hold off the whispers, the production team, for a little longer, I think we can give the people one more thing. Hey, let's roll it before we drop the curtain. Wie hieß nochmal? Das will ich unbedingt spielen. Das sieht so geil aus. Hello? Das wird so gut. Fuck. Normal Tales, dankeschön, genau das war's. Ich würde ja nie wieder rauskommen, wenn ich ehrlich bin. Das war eine dumme Idee. Okay, warte. Warte, ich will mal ganz kurz gucken, ob man den erkennt. Oh, das wird voll gut. Warte mal. La 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 la. Da ist die Hand. Warte. Ach so, das sieht ja ganz normal aus. Ach so. Der ist halt nur ein bisschen groß. Leute haben Angst vor großen Leuten. Ich weiß nicht warum. Groß, Glatze, nackt. Ja, da, klar. Aber ansonsten, netter Typ. Guck mal, hat sogar ein Halskettchen um, mit einem kleinen Steinchen drauf. Und hat eine kleine Delle oben am Kopf. Naja gut, das kann passieren. Wirklich ein bisschen Nosferatu, ne? Ein bisschen Nosferatu-Style aus den 20ern. Ja. Schon sweet. That was PT. I mean, Paranormal. Which is coming soon, so wishlist it on Steam. Hab ich schon. Alright, we can't delay fate any longer. That really is the end of the show. Glaube ich. And as sad as it is to wrap things up, it has been really, really awesome. Thank you so much for sharing the stage with me, Rihanna. No sweat. It's really been a pleasure, Cody. Don't forget that you can try out all of the demos on our future game show Steam page and make sure to wishlist anything that caught your attention, as it always helps. And you can also head on over to gamesradar.com to read follow-up coverage on all of the games shown today. And be sure to check out the new Future Game Show social channels that we launched earlier in the show. A massive thank you to everybody involved in the making of this year's Spring Showcase. And of course, all you folks at home for tuning in. And shout out to our sponsors, Turtle Beach. Do not forget to pre-order the new Stealth Pro at turtlebeach.com. And make sure you enter the competition at gamesradar.com. Oh ja, Green Screen ist wieder, steht wieder zu, ne? Ich löse mich wieder auf. Ich hab abgenommen. I am Cody Christian. And I'm Brianna White. And this has been the Future Game Show Spring Showcase 2023. Up top. Going in 5, 4, 3. Ich will auch irgendwann eine Awkward-Moderation machen. Boah, das sieht so cool aus. Das ist auch cool. Ich will auch mal irgendwann eine richtig Awkward-Moderation machen, die richtig unangenehm ist. Das wäre so schön. Jeden Abend. Ah, die Klappe. Chat, sei einfach mal ruhig. Ja, nur einmal. Bitte mal einmal die Klappe halten. Ja, ich finde, über die letzten Jahre seid ihr viel zynischer geworden und ihr geht weniger gut mit Kritik um. So, oh, war das wieder zynisch? So, okay. Alle Spiele nochmal zusammengefasst. Waren ein paar coole dabei. War was von Starfield dabei? Starfield hat eine eigene Fräse. Es wird eine komplett eigene Starfield-Fräse geben und ich bin sehr gespannt.
Das war die Future Games Show. Hab da ein paar Spiele für euch entdeckt, weil ich glaube, ich habe ein paar für mich entdeckt, aber ich habe nicht mitgeschrieben, wenn ich ehrlich bin. Heute war ich einfach zu faul zum Mitschreiben.